Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticular. Ich bin Raphael, ich habe heute ja den zweiten Teil unseres NFL Mock Drafts für euch. Die Plätze 15 bis 1 sowie das Thema Moritz Bühringer am Ende des Videos. Zunächst einmal natürlich Dankeschön wieder an lieben Martin. Wir haben ja beim Mock Draft seinen so ein bisschen übernommen. Letzten Endes mussten wir gar nicht so viel ändern, weil ja seine Meinungen da doch schon sehr, sehr gut waren und einfach die letzten Picks vor allen Dingen auch größtenteils einfach mit denen von uns übereingestimmt haben. Und deswegen nochmal danke, schaut vorbei, seinen Blog alpenfeuilleton.at, so ist es richtig, .com wollte ich schon sagen, Link in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Picks und am Ende dann natürlich noch so ein, zwei Minuten zum Moritz Bühringer. Und an Platz 15 dürfen die Tennessee Titans picken. Letztes Jahr ja an Rang 2 gewesen, dieses Jahr an 15, also schon eine deutliche Steigerung hier auch zu erkennen. Super Sache auf jeden Fall. Was brauchen die Titans? Natürlich brauchen sie Verstärkung für die O-Line. Sie brauchen ein Safety wäre auch noch was, Free Safety. Allerdings ist hier natürlich klar die Zielvorgabe der Tennessee Titans auch, Marcus Mariota in Zukunft besser beschützen zu können, ihm mehr Zeit zu verschaffen. Und deswegen ist klar, dass die Titans also die O-Line tun werden. Und da ist Jack Conklin genau der richtige Mann. Offensive Tackle, Michigan State University. Brauchen sie einfach. Wie gesagt, Mariota braucht die Zeit. Und Jack Conklin wird ja unserer Meinung nach klar der auserwählte Spieler sein, der noch zur Verfügung sein wird und auch ein guter Pick für die Titans werden. An Platz 14, der Offseason-Sieger schlechthin, die Oakland Raiders dürfen picken und sie werden unserer Meinung nach einen Cornerback holen, auch wenn sie schon zwei gute haben. Ein dritter kann nicht schaden, unserer Meinung nach. William Jackson, der dritte aus Houston, soll es werden. Er wird immer begehrter derzeit. Beim Combine und Pro Day konnte er auf jeden Fall richtig überzeugen und seinen Wert massiv steigern. Viele nennen ihn mittlerweile schon als besten Cornerback dieser Klasse. Liegt hier aber auch an seiner Größe von 1,84 und daran, dass er ziemlich gut Bälle fangen kann. Es gibt zwar noch Cornerbacks, die vor ihm gedraftet werden in diesem Mock-Draft, aber William Jackson wäre hier eine super Option für die Raiders und den sollten sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen, um die Defensive weiter in der Breite aufzustellen. So, und jetzt wird es zum ersten Mal richtig interessant und zwar haben wir an Platz 13 ja die Miami Dolphins, allerdings nicht bei uns im Mock Draft. Wir gehen nämlich hier von einem Trade mit den Cleveland Browns aus. Das heißt, die Cleveland Browns sind jetzt an 13 hier bei uns und wen holen sie? Ja, den Jungen, der lange, lange Zeit bei den Mock-Drafts auch als erster Quarterback galt. Der Junge, der schon vor einem halben Jahr praktisch zu den Browns eigentlich gesetzt wurde. Und das ist Paxton Lynch. Hat sich ja in den letzten Monaten so ein bisschen verschoben. Lynch war lange Top-Prospect bei den QBs. Dann hat sich das verschoben Richtung Carson Wentz. Und Jared Goff natürlich da auch noch im Rennen. Allerdings holen die Cleveland Browns jetzt unserer Meinung nach an 13 eben Paxton Lynch dann doch noch als Backup. Wobei man hier sagen muss, das ist eine sehr, sehr heikle Geschichte. Was auch wahrscheinlich sein kann, ist, dass sich die Browns jemanden für die O-Line holen. Allerdings glaube ich, dass es sich dazwischen ausgehen wird. Entweder O-Line oder eben hier Paxton Lynch an 13, falls sie den Trade denn machen. Ist natürlich ein bisschen Spekulation, aber wieso denn nicht? An 12, die New Orleans Saints. Was brauchen sie? Defensive Tackle, ein Offensive Guard, ein Defensive End, ein Linebacker. Und ja, man muss unserer Meinung nach hier die Verteidigung stärken. Sheldon Rankins, Defensive Tackle aus Alabama, unsere beste Wahl für die Saints hier. Wobei jetzt auch wieder gesagt wird, dass sie Interesse an Paxton Lynch haben, wäre natürlich hier dann einmal vorher dran. Also auch das durchaus möglich, um ihn hinter Drew Brees spielen zu lassen. Defensiv braucht man aber erstmal für die nächsten ein, zwei Saisons auf jeden Fall Verstärkung. Drew Brees wird ja noch ein bisschen spielen, zwar auch nicht mehr so lange, aber ein bisschen hat er noch im Petto, glaube ich. Und deswegen wäre es hier für die Saints unserer Meinung nach am besten, Sheldon Rankins zu holen. An 11 haben wir die Chicago Bears. Die brauchen Defensive End, Safety, Linebacker und einen Offensive Tackle. Und wir glauben, sie holen Outside Linebacker Leonard Floyd aus Georgia. Er kann alles, Outside Linebacker, Defensive End, ist ein richtig starker Pass-Rusher, passt dank der Flexibilität und seinem Spielverständnis eigentlich perfekt ins Schema der Chicago Bears. Auch hier wieder neue Gerüchte, ja, Ezekiel Elliott oder Ezekiel, ich hoffe irgendwie so ausgesprochen, hat gestern verlauten lassen, dass die Bears wohl am meisten an ihm interessiert werden, aber
Wir glauben nicht, dass er da noch zu haben sein wird. Platz 10 sind die New York Giants dran. Und ja, die Giants brauchen auch klar was für die O-Line. Dann bräuchten sie einen Linebacker, einen Wide Receiver und einen Cornerback. Allerdings glauben wir, dass es hier bei der O-Line bleiben wird. Und sie werden Ronnie Stanley holen von Notre Dame. Ja, kommt zu den Giants, verstärkt die O-Line, hilft damit Eli Manning wieder so ein bisschen Ruhe zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Und Flowers wird dann dementsprechend auf die rechte Seite der O-Line wechseln. An 9, der Top-Pick im letzten Jahr, die Tampa Bay Buccaneers. Ja, wen holen sie sich? Sie bräuchten einen Cornerback, einen Defensive End, einen Safety und einen Defensive Tackle. Alles. Also in der Defensive Offensive sind sie unserer Meinung nach ganz gut aufgestellt. Und sie werden hier Vernon Hargreaves, den dritten, holen. Cornerback seines Zeichens. Er ist richtig, richtig stark im Spielverständnis. Ist allerdings ein bisschen kleiner mit 1,78. Könnte allerdings eine ähnliche Personalie werden wie Marcus Peters letztes Jahr bei den Chiefs. Also durchaus richtig, richtig guter Mann und ja, wäre ein super Pick für die Buccaneers. So, an 8 jetzt eben die Miami Dolphins. Und wen wollen die? Ja, sie haben nochmal Miller verloren in der Offseason. Brauchen eigentlich einen Cornerback, brauchen einen Running Back, brauchen einen Offensive Guard und Linebacker auch irgendwie. Ja, aber sie werden sich hier nach dem Trade dann natürlich die Rechte von Ezekiel Elliott sichern, dem Running Back der Ohio State Top Draft Prospect bei den Running Backs. Nicht Henry, der Heisman Trophy Gewinner, witzigerweise. Aber Elliott wäre natürlich eine klare Verstärkung für die Dolphins. Und ja, designierter Pro Bowler schon im Vorhinein. Also der Mann, auf den werden richtig viele Hoffnungen gesetzt. Normalerweise finde ich es persönlich riskant, einen Running Back in Runde 1 zu traden. Aber wenn man ihm so viel zutraut, wieso nicht? An Rang 7 sind die San Francisco 49ers dran. Und die brauchen, ja, das ist jetzt ganz interessant, einen Quarterback, einen Linebacker, Wide Receiver, Offensive Guard. So, man könnte natürlich anfangen, die O-Line zu verstärken. Würden viele sagen, würde ich auch sagen, wenn man Kaepernick behält. Tradet man Kaepernick, bräuchte man einen Quarterback. Ja, aber wenn das Team jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, man behält Kaepernick, vielleicht auch die O-Line, der Top-Tackle geht vielleicht eher weg, dann müsste man unserer Meinung nach auf einen Defensive End zurückgreifen und das könnte DeForest Buckner werden. Liegt aber nur daran, dass Chip Kelly hier natürlich jetzt Coach der 49ers ist und er damals Buckner ins College geholt hat schon und er da zusammen mit Eric Armstead gespielt hat. Letztjähriger Erstrundenpick der 49ers, auch Defensive End. Das heißt, die beiden könnten da auf den Positionen ordentlich Druck machen. Wäre ein interessanter Pick, unserer Meinung nach. Könnte natürlich hier durch den Faktor Chip Kelly dann auch bei den 49ers landen. Ansonsten natürlich die 49ers, klar, was für die O-Line. Oder eventuell ein Quarterback, wenn sie Kaepernick jetzt doch traden sollten. An 6 sind die Baltimore Ravens. Die brauchen einen Linebacker, einen Outside-Linebacker, einen Defensive End, einen Offensive Tackle und einen Cornerback. Und wir haben gerade bei den 49ers vom Top-Draft-Prospect auch bei den Tacklen gesprochen. Und das war lange Zeit natürlich Larry Mitanzel, der an 1 bei den Tennessee Titans gesetzt war. Allerdings, ja, da jetzt die ersten beiden Positionen getradet wurden, jetzt ein bisschen zurückfällt und unserer Meinung nach an 6 zu den Baltimore Ravens geht. Sie haben Glück, denn der Junge ist gut. Der Junge war nicht umsonst auf Nummer 1 lange gesetzt. Und Larry Mitanzel wird die Offensive Line hier bei den Baltimore Ravens massiv verstärken. An 5 sind die Jacksonville Jaguars dran. Auch ein großer Gewinner der Offseason. Sie brauchen einen Defensive End, einen Outside Linebacker, einen Center, einen Cornerback und einen Strong Safety. Und sie holen Outside Linebacker Miles Jack, sind nicht alle mit seiner Gesundheit zufrieden, aber Miles Jack sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen, richtig guter Mann. So, Platz 4, Dallas Cowboys, es wird langsam interessant, wobei die ersten 4 ja eigentlich ja, schon fast so feststehen, wenn man den Experten auch glauben mag. Dallas Cowboys an 4, Joey Bosa aus Ohio State University. Bosa bleibt unserer Meinung nach Top-Target der Cowboys. Kann natürlich auch sein, dass man hier Elliott sieht, aber Bosa wäre hier eine klare Verstärkung auch für die Defensive der Cowboys und das haben sie nötig und deswegen unserer Meinung nach die beste Wahl. An 3 haben wir jetzt die San Diego Chargers und die holen für mich fast den besten Spieler des diesjährigen Drafts. 10 Spieler, von denen man sehr, sehr viel bereits hält. Die Verlockung ist natürlich groß, hier Tunsil zu nehmen für die Chargers, um Phil Rivers ein bisschen mehr Zeit zu geben. Eric Weddle ist allerdings nicht mehr lange bei den Chargers und deswegen sind wir der Meinung, dass die Chargers hier Jalen Ramsey holen werden. Wie gesagt, meiner Meinung nach einer der besten Spieler im Draft
Und hier eine super Verstärkung für die Chargers. Ja, er kann spielen Safety, er kann spielen Cornerback. Er will eigentlich selber lieber Cornerback spielen, hat er gesagt. Ja, gut, woran das jetzt liegt. Er spielt natürlich auch im College den größten Teil wahrscheinlich Cornerback gespielt. Ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar und wäre hier eine super Verstärkung für die Chargers. So, meine lieben Freunde. Und nu? Platz 2, Philadelphia Eagles. Ja, wen nehmen sie? Goff? Wentz? Ist die Frage, wer über ist, nicht wahr? Wir sagen, nach den letzten Gerüchten, die Philadelphia Eagles picken an 2 den Top-Quarterback-Prospect der letzten Wochen, Carson Wentz aus North Dakota. Ja, richtig leicht eigentlich hier nicht zu sagen. Was heißt leicht zu sagen? Sam Bradford soll eventuell getradet werden. Erst hieß es ja, Bradford bleibt Starter, haben die Eagles nach dem Trade gesagt. Da habe ich mich gefragt, warum sagt man sowas, wenn man augenscheinlich sich hochtradet, um einen Quarterback zu holen. Die Eagles haben extrem viel für diese, ich glaube, 6 oder 7 Plätze nach oben bezahlt. Meiner Meinung nach zu viel. Wenn Carson Wentz jetzt hier den Eagles in die Hände fallen sollte und eine super Saison abliefert, nehme ich alles zurück. Ansonsten fürchte ich, dass die Eagles sich mit diesem Trade keinen Gefallen getan haben, aber sie werden dann 2 Carson Wentz bekommen und ja, ihn dann eventuell dann doch als Starter einsetzen und nicht erst hinter Sam Bradford reifen lassen. Ja gut, und wir haben es natürlich jetzt damit schon besiegelt. Wer wird der Nummer 1 Pick im 2016er NFL Draft? Es kann nur noch einer übrig bleiben und es ist natürlich Moritz Bühring. Nein, Spaß. Wäre schön, aber glaube ich leider nicht. Die Los Angeles Rams werden picken Jared Goff, ihren neuen Franchise Quarterback. Sie haben sich hochgetradet, um genau das zu machen, um sich eben einen neuen Quarterback zu holen. Ihm bleiben auch ansonsten nicht so viele Möglichkeiten. Sie brauchen den Quarterback, sie bräuchten einen Wide Receiver, einen Safety und einen Tight End. Allerdings muss man jetzt einfach hier als Rams Jared Goff holen. Jared Goff scheint auch mit Abstand der Spieler zu sein, den die Rams am liebsten mögen. Es liegt vielleicht daran, dass er einzig und allein, was die Präzision des Passens angeht, besser ist als Carson Wentz. In allen anderen Disziplinen sieht man eigentlich Carson Wentz vor ihm. Das ist das Interessante. Auch wenn Carson ein Faktor ist, deswegen glauben wir jetzt einfach, genau wie alle anderen eigentlich bei Mock Drafts, dass die Los Angeles Rams heute Abend als erstes Team sagen werden, sie werden Jared Goff holen und damit eben ja, ihr Team verstärken und einen neuen Franchise-Quarterback picken. Wäre auf jeden Fall interessant. Ob das Ganze so eintreten wird, weiß man nicht. Das werden wir sehen. Ich bin gespannt, wie viele unserer Tipps zutreffen. Ich glaube, dazu mache ich hinterher vielleicht sogar nochmal ein Video und da mal so ein bisschen vergleichen, wie es letztlich gelaufen ist und was wir getippt haben. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr da Lust zu hättet. Und dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die Personalie Moritz Bühringer. So, und zu Moritz kann man natürlich sagen, viele von euch haben im letzten Video gefragt, wo wurde er gedraftet? Bei manchen habe ich schon drunter geschrieben. Was ich dazu glaube, habe mir jetzt noch ein paar Videos von ihm angeguckt. Extrem sympathischer Kerl, muss man einfach sagen. Sehr, sehr schüchtern, so gefühlt. Und man merkt einfach, dass er wirklich doch schon sehr, sehr aufgeregt ist. Natürlich auch der größte Tag in seinem Leben wird das vermutlich werden, der NFL Draft. Jetzt heute Nacht noch nicht, meiner Meinung nach, aber eventuell morgen oder übermorgen Abend. Wichtig für ihn wird sein, dass er überhaupt gedraftet wird. Er war bei dem Pro Day in allen wichtigen Kategorien unter den Top 5 gewesen. Hat also überragt beim Pro Day. Das heißt, groß, schnell. Er ist einfach genau der Typ von Wide Receiver, den man gebrauchen kann. Ja, jetzt kommen wir aber natürlich hier zu dem Aber. Zu dem großen, großen Aber. Moritz hat, also erst seit 5 Jahren spielt er erst Football. Moritz hat in der GFL gespielt, ist dort Rookie of the Year geworden. Aber natürlich trotzdem ist es schwierig zu sagen, ob ein Spieler aus der GFL sofort richtig Fuß in der NFL fassen kann. Und das ist letzten Endes die große, große Frage, die sich hier auch stellt. Geht ein NFL-Team das Risiko ein, eben einen Spieler zu holen, der nicht mal auf College-Niveau unbedingt Football gespielt hat, also von den Gegnern her gesehen? Das ist die Frage. Wird ein Team dieses Risiko eingehen und dem Jungen eine Chance geben, eine verdiente Chance, denn sein Pro Day war gut, er ist schnell, er ist groß, er fängt die Dinger extrem sicher und klar, als Deutsche würde es uns natürlich freuen, wenn wir endlich mal einen Deutschen in
einer interessanten Position in der NFL sehen würden, nämlich in der offensiven Position, in der Wide Receiver Position. Ich meine, das würde auch, glaube ich, dem Sport hierzulande nochmal so einen kleinen Schub geben, wenn man einen Spielmacher so ein bisschen einbauen könnte, wenn man einen deutschen Spielmacher in der NFL hätte. Deswegen hoffe ich, dass Moritz in Runde 4 oder meinetwegen auch später gedraftet wird, dass er ein Team findet, wo er sich zeigen kann, wo er sich auch durchaus durchsetzen kann, wo er vielleicht auch mal als dritter, zweiter Wide Receiver mal ran darf und einfach zeigen kann, was er kann. Das würde mich persönlich für ihn sehr freuen. Ich glaube nicht, dass es für einen Pick in Vorrunde 4 reicht. Also 1, 2 oder 3 glaube ich persönlich nicht. Dafür ist das Risiko, glaube ich, zu groß, ihn in die NFL zu holen. Allerdings wünsche ich ihm natürlich hier an dieser Stelle auch selber natürlich alles Gute und viel Glück bei den Draft Days. Das werden die größten Tage seines Lebens werden. Ich drücke ihm sehr, sehr die Daumen, dass sein Traum in Erfüllung geht und er nach 5 Jahren Football in der NFL spielen darf. Er ist ein extrem sympathischer Junge und deswegen glaube ich, geht es unserem ganzen Team so, dass wir uns einfach wünschen, dass Moritz ein Team findet, was ihm eine Chance gibt. Er hat sich das verdient. Ja, und ich glaube, ihr seht das Ganze ähnlich. Wann wird er gepickt? Schreibt es unten in die Kommentare. Die Vikings sind sein Lieblingsteam, sollen auch sehr, sehr an ihm interessiert sein. Wäre natürlich eine coole Sache. Ich würde mich sehr, sehr für ihn freuen. Und wie gesagt, eure Meinung zu Moritz Böhringer gerne nochmal unten in die Kommentare. So, und das war's jetzt mit unserem Mockdraft heute Nacht um 1.45 Uhr auf Pro7 Max. Das Ganze live zu verfolgen, der NFL Draft. Runde 1 zumindest, die ist ja nur heute Nacht. Die anderen Runden ja in den nächsten Tagen, aber die reicht ja auch erstmal. Wird mächtig was passieren. Sicherlich nicht alle eure Picks übereinstimmen, das ist normal. Viele Experten, viele andere Meinungen. Ich wünsche uns trotzdem, dass wir einen interessanten Abend heute Nacht haben werden. Wir werden nächste Woche gucken, wie viel übereingestimmt hat beim Draft und schauen dann einfach mal, wie sich die Teams so verstärkt haben. Eventuell die größten Sieger und Verlierer des Drafts nochmal aufgreifen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was heute Nacht passiert. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Checkt Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Die Links sind unten in der Beschreibung. Heute Abend kommt eventuell noch ein Madden Ultimate Team Video zum neuen Spielmodus. Muss ich mal schauen, ob ich das gleich aufgenommen bekomme. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem unserer nächsten Videos. Wieder drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical HD.